Taichi Fukui, der Japaner, kürzlich mit seinem Debüt bei den Profis im Pokal bei Preußen Münster. Sind. Mannschaft braucht dann oft mal 3, 4, 5 Minuten, sich so ein bisschen auf den Gegner einzustellen. Und dann flutscht die Nummer. So, das ist mal gut gespielt. Zvonarek auf dem Weg zum Sechser. Völlig okay, das denke ich, ja, wollte ich gerade sagen, zurück zum Torhüter spielt. Das macht er aber gar nicht. Verzögert einmal kurz und hat dann doch die Zeit, nach vorne zu spielen. Winlöf. Scholze, Fukui. Taichi Fukui, da vorne ist Copado und das gibt die erste Ecke. Das ist einer, den ihr vielleicht noch kennen könntet und der kommt gar nicht ungefährlich. Mit der Rückennummer 18 bei Ansbach. Bayern sind die klar bessere Mannschaft in dieser ersten Viertelstunde. Hatten neben dem Führungstreffer von Lukas Copado noch eine Top-Chance durch Dion Berisha. Bayern stehen sehr hoch. Denk sichert ab an der Mittellinie. Gegen die einzige Spitze von Ansbach. Und der nächste Freistoß. Ja, die Idee war super, super gut. Ich 3 gegen 1 gewesen. Aber ihr merkt schon, Konjunktiv ist nie gut. Vor allem, wenn es zu viel Konjunktiv ist. Und dann noch all diese hätte, wäre, wenn und abers reinkommen. Fukui. Fukui. Schöner Ball raus für Winlöf. Fehlerfreie Leistung. Kein Anspiel von Zvonarek. Der weite Ball nach vorne. Copado im Laufduell gegen Belzner. Aufpassen. Zweite Hälfte war gleich losgegangen mit einer Top-Möglichkeit für Ansbach. Dann dieses Eigentor von Luka Denk. Wie gesagt, kein Vorwurf an ihn. Ganz gut im Griff. Und knüpfen an die starken Leistungen der letzten Wochen an. Durchgesetzt. Jonathans. Fukui. Taichi Fukui. Ah, fällt im 16er und kriegt dafür die gelbe Karte. Markus Huber sagt, das sei eine Schwalbe gewesen des Japaners. Wir versuchen mal ganz genau hinzuschauen. Also. Für mich war zumindest Kontakt da. Ob der Kontakt jetzt ausreicht, um einen Elfmeter zu geben.